the streets. No shame in my kingdom. I was born to defeat. Nach 3 Tagen Fahrt war es soweit. Wir kämpften uns die letzten Kilometer durch den überfluteten Dschungel und erreichten endlich unser Ziel. Eine geheime Lagune mitten im Regenwald. Nach kurzer Suche fanden wir die Fische direkt zwischen den überfluteten Bäumen. Direkt vor die Füße! Direkt vor die Füße! Viel Spaß bei Amazonas Teil 2. Wir sind einfach mal 300 Kilometer tiefer im Amazonasgebiet oder im Regenwald, als ich es mir jemals hätte träumen lassen. Peacock. Bisschen größer. Das ist mal eine Lagune. Ein kleines Tiefensitzer. Oh, ich glaube, dass man hier richtig gut Spinnfischen kann. Ja. Dass wir hier gut Peacock und so fangen werden. Man hat sogar gesehen, wie er eingestiegen ist. Nächster hinterher? Bin ich erschrocken. Und gar nicht so eine schlechte. Da kommt er wieder. Da kommt er. Oh mein Gott. Peacock und kein schlechter. Wenigstens einen Topwaterbiss mal drauf. Das war eins meiner Ziele für diesen Trip, einen Topwaterbiss zu filmen. Und da war er endlich. Mein erster Peacock beim Topwaterangeln. Neben dem Fisch hatte ich es geschafft, mich auch noch selbst zu haken. Während ich eine kleine Operation durchführte, konnte Christian und Thomas richtig gut Peacocks beim Spinnfischen fangen. Ja.
so geil hier. Also den Barsch quasi, ja. Den Pico, den es gefangen hat. Oh. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir alle einige Fische fangen. Unser Basislager war schnell am Rande der Lagune aufgebaut. Aufgrund der schlechten Fangausbeute unserer einheimischen Begleiter war es für uns selbstverständlich, unsere gefangenen Fische zu verschenken, da für sie der Fang von Fischen essentiell zum Ernähren ihrer Familien ist. Tobi, sieh. Die Fische wurden eingesalzen und in die Sonne zum Trocknen gelegt, um diese haltbar zu machen. Da wir fast alle Fische direkt an den überfluteten Bäumen gefangen haben, beschlossen wir, den restlichen Tag mit Gummistiefeln durch den überschwemmten Regenwald zu laufen und direkt zwischen den Bäumen zu angeln. Einfach zu viel. Oh, das schaut richtig gut aus. Da ist eine Schlange. Da ist eine Schlange. Schlange? Tobi da. Boah, die stehen ganz dicht am Rand. Boah. Ja, hat sich doch schon gelohnt, die GoPro anzuziehen, Tommy. Oh, 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 oh mein Gott! Direkt vor die Füße! Direkt vor die Füße! Ich hatte erst an Peacock hier als Nachläufer und dann an Jumara. Ja, hier stehen richtig Fische zwischen den Bäumen. Oh Gott. Ja. Ja. Ja! Oh Gott! Ja. Oh, Quick Release! Oh Gott! Mein Herz!
Ja krass, dann könnten wir heute Nacht vielleicht sogar eine Weltchance haben hier drin. Wir haben hier gerade im Flachwasser einen Tigerspatelwels gesehen. Und der war gar nicht mal so klein. Nee. Ah, der ist um diese kleine Pflanze rum. Schade. War guter Weißfisch. Kleiner Peacock. Mit Rädern. Glaube ja. Kleiner Peacock. Bequem? Arowana! Vorsicht, Tommy, Vorsicht! Oh Gott! Okay, nimmst du ihn? Yes! 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 Oh Gott! Ist der abgegangen! Geil!
der zweite Morgen beginnt. Wir sind jetzt extra früh aufgestanden, haben kurz vor 6 Uhr. Die Sonne ist jetzt noch nicht ganz so oben. Wir versuchen jetzt noch die niedrigeren Temperaturen auf dem Boot zu verbringen. Fischen auf Arapaima, auf Peacock, Arowana und schauen mal, was geht. So vor die Füße reinknallen, kriege ich immer einen halben Herzinfarkt. Ich hätte ihn nicht wegziehen dürfen. Rute hoch, Rute hoch. Ja. Man muss hier nochmal anmerken, dass der Christian erst seit einem Tag mit der Spinnrute fischt. Also er ist kein Angler und das wirklich sehr, sehr gut macht. Der ist ja mal reingeschippert. Der gleiche doch von gerade, oder? Wahrscheinlich. Gut. Und er kriegt dann drauf. Er sagt. Ja. Oh. Jawohl. Sehr schön, Christian. Weg? Auf Spannung halten. Kurbeln. Auf Spannung halten, kurbeln. Ja, kurbeln. Immer auf Spannung halten. Nicht langsamer. Kurbeln. Ja. Petri, yes! Dein erster Topwaterfisch. Ich muss sagen, der Christian stellt sich extrem gut an dafür, dass er noch nicht geangelt hat. Also wirklich extrem gut. Thank you.
Schlauchnote? Oh, ja. Ach, Schmarrn. Kleiner Peacock drauf gewesen. Ach, der Wurf direkt wieder Biss. Da weißt du schon, da steht wieder ein Peacock. Biss. Ach. Gestern haben wir versucht, uns treiben zu lassen und die Arapaima anzuschmeißen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Dementsprechend versuchen wir jetzt so unauffälliger zu fischen, dass wir mit dem Boot nicht mehr auf dem Wasser sind. Und haben jetzt halt überall, wo wir welche springen sehen haben, Montagen gelegt. Und wir wussten nicht genau, wie wir es anstellen sollen. Dementsprechend haben wir es wegen, ja, wie so europäische Welsmontagen nur mit Piepsern gelegt. Sprich, die Rolle ist offen, der kann gleich Schnur nehmen, sollte er beißen und mit einer ganz dünnen Reißleine angebunden, ne? Damit wir die Nacht quasi so durchfischen können. Wir haben hier relativ wenig Piranhas, sprich die Köderfische müssten draufbleiben. Spinnfischen werden wir dann morgen früh vielleicht noch ein bisschen. Der letzte Morgen in der Lagune bricht an. Arapaima hat leider wieder nicht funktioniert. Ich erschrecke jedes Mal wieder. Jedes Mal. Die sind so aggressiv. Oh, Aniomara! Ja. Oh, shit, Alter. Dschungel-Eskalation. Ist hier auf deinem Blinker draufgegangen, Tommy? Nee.
Und dann war er da. Der letzte Fisch unseres Dschungelabenteuers. Die 8 Tage im Dschungel vergingen wie im Flug. Und so mussten wir uns schon wieder auf die Heimreise machen. Ich bin am Ende. Ist am Ende. Ich wäre fast von einer Schlange getötet worden. Nein, also es ist auf jeden Fall mal ein sehr geiles Erlebnis. Man geht durchaus an seine Grenzen. Aber wer macht das nicht gerne? Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall für was weiß ich noch nicht, aber fürs Leben auf jeden Fall.